Guten Morgen, liebe vereinzelte Gemeinde hier und zu Hause oder im Urlaub an den Endgeräten. Herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob ihr die evangelischen Täufergemeinden kennt. Das ist eine Gemeindebewegung, vor allen Dingen Süddeutschland, Schweiz, Frankreich, Elsass und es gibt auch Gemeinden in den USA. Die ist gegründet worden im 19. Jahrhundert von dem Pfarrer Samuel Heinrich Fröhlich. Der ist gestorben im Jahr 1857 und als er starb, gab es von diesen Gemeinden schon insgesamt 30. 30 Gemeinden, ein guter Anfang, der aber leider eine Störung erlitt, und zwar eine interne Störung. Durch Streit. Nach Samuel Fröhlichs Ableben ist das erstmal noch positiv weitergegangen. Da sind auch Gemeinden in den USA entstanden. Und in den USA kam dann eine eher konservative Richtung auf. Und dann kam da irgendeine Bartmode, auch eine ganz moderne Bartmode, von der die Oberen der USA-Bewegung sagten, also die dürfen wir, also wir Christen, auf keinen Fall tragen, weil ein Christ sich ja dieser Welt nicht anpassen darf. Aber in Europa, die sahen das ein bisschen anders. Und da war der Streit in einer relativ jungen Gemeindebewegung. Und dieser Streit eskalierte dann im Jahr 1905, als man sich in Basel traf. Und dann die Konservativen erklärten, wer sich also unserer Einschätzung, was diese Bartmode angeht, nicht anschließt, den können wir nicht anerkennen. Und bums, war es soweit, man ging getrennte Wege. Diejenigen, die dann den vermeintlich liberaleren Weg gingen, die nannten sich dann Evangelische Gemeinschaft Taufgesinnter II. Und heute heißen die Evangelische Täufergemeinden, es sind auch hier in Deutschland etwa so 30 Gemeinden, etwas weniger. Man hat sich dann in der Folge immer mal wieder bemüht, wieder zusammenzufinden, aber so richtig ist das bis heute leider nicht gelungen. Das heißt also, die engere Richtung ist ihren Weg gegangen und die eher liberalere Richtung ihren Weg gegangen. Ihr Lieben, ganz fremd ist uns das ja auch nicht, oder? Wir führen doch ganz ähnliche Debatten und manches Scharmützel. Und das hat es seit der Entstehung der ersten christlichen Gemeinden immer wieder gegeben. Zum Beispiel gleich im ersten Jahrhundert, da wurde bei den griechischen Christen die Frage diskutiert, dürfen wir Götzenopferfleisch zu uns nehmen? Und bei den jüdischen Christen ging es um die Beschneidung. Muss man sich beschneiden lassen oder muss man es nicht? Und ich denke, dass solche Diskussionen schlicht und einfach dazugehören. Sie helfen ja auch mal, offene Fragen zu klären. Das Problem ist nur, dass wir uns insofern verhaken, als wir uns schwer tun, von unserem jeweiligen Standpunkt uns aufeinander bewegen bzw. zu schauen, was ist uns denn trotz dieses Unterschiedes gemeinsam? Was eint uns im Kern? Und dann geht es manchmal so richtig zur Sache. Ich muss das gar nicht weiter beschreiben. Fakt ist, dass wir dann sehr schnell auch in Streitfragen Mauern aufbauen oder genauer gesagt die Streitfragen der Anlass dafür sind, dass wir Mauern aufbauen. Vorbehaltsmauern, Abwertungsmauern, Verdächtigungsmauern. Unser Gemeindeleben ist dann belastet, bis dahin, dass es dann auch dazu kommt, dass Geschwister getrennte Wege gehen. Im heutigen Predigttext geht es um Toleranz oder noch etwas genauer gesagt, es geht darum, dass Paulus uns sagt, worauf es für Christen und christliche Gemeinden im Kern ankommt. Und dazu lese ich aus dem 14. Kapitel des Römerbriefes die Verse 17 bis 19.
Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, schreibt Paulus, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. In der Gemeinde in Rom ist es damals wohl ziemlich hoch hergegangen. Da herrschte dicke Luft und Paulus befürchtet nun, dass die Bürger Roms die Nase rümpfen und sagen, meine Güte, nochmal, was ist denn mit denen los? Die sind doch auch nicht besser als alle anderen auch. Und dabei hatte die christliche Bewegung ja einen super Start hingelegt. Also denken wir an die Jerusalemer Gemeinde. Deren Zeugnis in der Öffentlichkeit lautete, seht, wir haben sie einander so lieb. Die Bewohner Jerusalems sind fasziniert von dieser Gemeinschaft, die zusammensteht, obwohl die weder verwandtschaftlich noch juristisch irgendwie was miteinander zu tun haben. Die sind einfach verbunden durch die gemeinsame Bindung, durch den Glauben an Jesus Christus. Sie stehen füreinander ein. Einer kann sich auf den anderen verlassen. Und das hat sich damals herumgesprochen, sodass die christliche Bewegung auch eine gewisse Ausstrahlung hatte. Und wir lesen das ja auch in der Apostelgeschichte, dass gerade auch in Jerusalem ganz viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Aber dann das hier in Rom, wenige Jahre später. Und man könnte dann viele Orte, Konfessionen, Denominationen, Ortsgemeinden dazunehmen, die Liste derer, die einen anderen Weg, nämlich einen Streit und dann einen getrennten Weg gegangen sind, die ist unendlich lang, bis heute. Und ich sagte ja gerade schon, Streit an sich ist eigentlich etwas Normales und manchmal auch etwas Gutes, weil sich im Streit dann etwas klären kann und man nach überwundenem Streit auch wieder gemeinsame Wege gehen kann. Es ist normal, gerade auch, wenn wir freie evangelische Gemeinden betrachten. Wir sind jeweils überschaubare Gruppierungen. Wir sind uns außer bei Corona recht nah. Und wir wissen, je näher wir uns sind, desto öfter streiten wir. Dazu kommt, je mehr Köpfe, desto mehr Sinne. Und darum muss es eigentlich möglich sein, kontrovers zu diskutieren. Nur darf das nicht dazu führen, dass wir uns gegenseitig abwerten, verurteilen und anschließend auseinanderlaufen. Aber genau das ist damals in Rom passiert, und zwar wegen einer essenstechnischen Frage. Wer damals auf den Markt ging, der konnte nicht sicher sein, was mit dem Fleisch, das da in der Auslage war, geschehen war. Also möglicherweise ist das irgendwelchen Göttern geweiht worden, eventuell besprochen worden, sodass man also befürchten musste, da laufen irgendwelche okkulten Geschichten. Also man könnte sich sozusagen beim Konsum des Fleisches infizieren. Und ähnlich war es mit dem Wein, der auch geweiht wurde in dubiosen Tempeln. Ja, da wusste man auch nicht, was ist damit? Ja, befleckt man sich nicht, wenn man diesen Wein trinkt? Das waren die Ängstlicheren, die so dachten. Die weniger Ängstlichen, die sagten, was sollen uns die Götter schon anhaben können? Wir haben unseren Gott und Herrn Jesus Christus. Der ist doch größer und der ist auch stärker als all diese Mächte, die sonst noch so rumschwirren und den Menschen zu schaffen machen. Und so schaukeln sich die Ängstlichen und die weniger Ängstlichen gegenseitig hoch. Die Nicht-Fleischesser verurteilen die, die Fleisch essen und umgekehrt. Und kann man natürlich sagen, ja Leute, das ist doch Schnee von gestern und das ist auch gar nicht unser Thema. Ja, okay. Nur im Prinzip ticken wir ganz ähnlich wie die Geschwister damals in Rom. Und es hat im Laufe auch der FEG-Geschichte alle möglichen Streitfragen gegeben, über die trefflich gestritten und manchmal auch gespalten wurde. Ich will mal so ein paar harmlose Sachen nennen. Vor ein paar Jahren, als die Bäcker sonntags öffneten,
Da wurde darüber heiß diskutiert, das ist nur Regen, der tut uns gut. Die Musik spielt hier. Also da wurde die Frage diskutiert, ob man zum Bäcker gehen könne am Sonntag, um dann frische Brötchen zu holen oder nicht. Kann man darüber streiten? Klar, gar keine Frage. Oder man kann auch darüber streiten, ob ein Christ im Bioladen einkaufen darf, obwohl er genau weiß, dass die Lieferanten aus der Esoterik-Szene stammen. Oder es wurde immer wieder auch darüber gestritten, ob Christen homöopathische Heilmethoden wahrnehmen dürfen oder autogenes Training praktizieren. Oder denken wir, und das ist ein Dauerbrenner, ihr Lieben, an die Gottesdienste, nicht der heutige, der ist ja ganz friedlich und harmlos. Musik, ne, ist ein Dauerthema. Und daran spaltet sich die evangelikale Welt schon seit Jahren. Ja, da sitzen immer noch mehrere Fraktionen. Also manche dann sitzen immer noch mit einer Faust in der Tasche. Ja. Sogenanntes modernes Liedgut und das klassische Liedgut. Ich persönlich singe, ich bin ja schließlich auch, gehe stramm auf die 70 zu, ich singe lieber das ältere Liedgut, sage ich ehrlich, ist auch nachhaltiger. Aber wenn ich sehe, wie meine jungen Geschwister gerne junges Liedgut mitsingen, dann sage ich, okay, dann singe ich aus vollem Herzen mit. Ja, um der Gemeinschaft willen, um des gemeinsamen Weges willen. Aber es wird nach wie vor diskutiert, welches Liedgut ist denn einem Christen gemäß, einer christlichen Gemeinde, was ist angemessen? Und wir wissen, dass sich da manches auch in den letzten 20, 25 Jahren radikal verändert hat. Wir haben einen kulturellen Wandel vollzogen, manche auch erlitten. Und was machen wir damit? Diskutieren wir und diskutieren wir darüber? Führen wir Zielgruppengottesdienste durch, also Samstagabend mit modernem Liedgut und Sonntagmorgen mit dem klassischen? Wie machen wir es? Oder wollen wir Gemeinde aus allen Generationen sein? Immer wieder diskutiert. Und Fakt ist, manche haben sich an dieser Frage, an dieser Problematik, genauer gesagt an diesem eigentlich Nicht-Problem, das sie zum Problem erhoben haben, die Zähne ausgebissen und sind dann ein Häuschen weitergegangen, sprich haben ihre Gemeinde verlassen. Auch über theologische Fragen wird ja häufig gestritten. Also so der Klassiker Schöpfungstage. Sind das 24-Stunden-Tage oder sind das mehr oder weniger lange Zeiträume? Oder in FEGs haben wir lange darüber diskutiert, bis wir dann so einen Minimalkonsens gefunden haben. Dürfen Frauen im Ältestenkreis oder als Pastorin tätig sein? Oder, das ist schon ein paar Jahre her, die Älteren werden sich daran erinnern, da wurde heiß darüber diskutiert, wird die Gemeinde vor oder nach der großen Drangsal entrückt. Paulus schärft der Gemeinde in Rom ein, und das sollten wir uns auch ins Stammbuch schreiben lassen, was im Reich Gottes im Kern zählt. Also in der christlichen Gemeinde unter uns. Dem Ort, an dem Gottes Herrschaft bezeugt und Gott als Herr gepriesen wird. Was zählt, sagt Paulus zunächst negativ, nämlich das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Ob Gott der Herr ist, ob Menschen ihm vertrauen und ihm nachfolgen, das hängt nicht darin, ob ich am Sonntagmorgen frisch gebackene Brötchen vom Bäcker oder Aufbackbrötchen esse oder aber ob ich modernes oder älteres Liedgut bevorzuge, sondern, und jetzt formuliert Paulus positiv, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Wenn man sich die Bibel ansieht im Kontext, dann stellt man fest, da ist Gerechtigkeit ein Beziehungsbegriff, während wir bei Gerechtigkeit eher so an Gerechtigkeit im Sinne des Gesetzes denken.
Gerechtigkeit im Sinne der Bibel lässt sich am besten verstehen, wenn wir auf Gott schauen, der treu gewesen ist, der Bundestreue Richtung Israel gehalten hat, der uns bis heute treu geblieben ist und der eben auch vermittelt durch den Heiligen Geist möchte, dass auch unsere Gemeinschaft treu ist, dass wir uns treu sind, dass wir beieinander bleiben, zueinander stehen, über alle Unterschiede und Gegensätze hinweg. Die Treue Gottes gipfelte darin, dass er Jesus Christus zu uns geschickt hat. Mit Jesus Christus hat er deutlich gemacht: Ich bin an der Gemeinschaft mit euch so sehr interessiert, dass ich alles, wirklich das Allerbeste und Allerliebste, nämlich meinen Sohn, dafür gebe. Wir wissen, Christus hat dafür gesorgt, dass unsere Untreue Gott gegenüber aufgehoben wird und wir wieder in Gemeinschaft mit Gott leben können. Paulus hat es im 2. Korintherbrief mit den Worten zusammengefasst: Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle als Sünder verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Das heißt also, jeder, der an Jesus Christus glaubt, ist in den Augen Gottes gerecht. Das heißt, er kann in Gemeinschaft mit Gott leben, denn der ist ihm treu. Und die Gerechtigkeit Gottes prägt im Kern auch seine Gemeinde, weil er uns Gemeinschaft mit sich ermöglicht, sind wir Christen ebenfalls miteinander verbunden. Nicht etwa, weil wir in allem gleich denken, gleich ticken, dasselbe wollen, zu allem dieselbe Meinung haben und so weiter. Wir sind miteinander verbunden, weil Gott treu ist und die Treue hält. Und diese Treue, Gottes Treue, soll unser Zusammenleben prägen. Und darum schreibt Paulus: Das Reich Gottes ist Friede im Heiligen Geist. Ihr kennt den Satz: Friede ist mehr als Abwesenheit von Krieg. Biblisch betrachtet ist Friede ein Leben in geklärten Beziehungen. Dass wir, wenn da Streit aufkommt und wir im Streit auch aneinander schuldig werden, wir wissen, das geht manchmal ganz schnell, dass wir bereit sind, aufeinander zuzugehen, uns zu versöhnen, uns zu vergeben. Gott hat alles dafür getan, dass das unter uns so möglich ist. Im 5. Kapitel hatte Paulus bereits festgestellt im Römerbrief: Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Den haben wir, weil er uns geschenkt worden ist. Den müssen wir nicht erkämpfen, sondern er ist da. Er ist in unserem Besitz. Und darum darf er unser Sein, unser Wesen prägen. Gemeinde Jesu Christi ist ein tolles Experimentfeld. Also hier ist der Ort, an dem wir einüben können, was uns schon gegeben ist, was uns eigentlich schon zu eigen ist, nämlich versöhnt zu leben, einander zu vergeben und dem anderen das Leben zu gönnen. In der Gemeinde können wir lernen, einander zu achten, wertzuschätzen. Auch wenn wir in der Gemeinde immer wieder auf Menschen treffen, die nicht so unsere Kragenweite sind. Kragenweite in dem Sinne, dass sie uns sympathisch sind, dass wir viele Gemeinsamkeiten hätten. Schwestern und Brüder, machen wir uns bewusst, wir sind nicht durch Sympathie oder Antipathie miteinander verbunden, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, der Frieden gestiftet hat und dessen Friede sich in uns und unter uns ausbreiten möchte. Und das führt zum Nächsten, was Paulus der Gemeinde in Rom ins Stammbuch schreibt: Das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist.
Paulus fordert uns hier auf, unsere Prinzipienreiterei aufzugeben. Klar, ich kann darauf bestehen, dass meine Schwestern und Brüder genau das essen bzw. nicht essen, was ich für richtig halte, dass sie politisch genauso denken wie ich oder ethisch genauso entscheiden, wie ich das machen würde. Aber wisst ihr, dieses verbissene Beharren auf meinen Standpunkten verhärtet und es treibt mich nicht nur von meinen Schwestern und Brüdern, sondern auch von Gott weg. Und damit von der Basis meines Glaubens, von der Basis meines Lebens. Paulus wünscht sich sehr, dass wir entdecken, Gottes Reich ist geprägt von der Freude über den lebendigen Gott, der Liebe ist, der uns zugetan ist, der uns reich beschenkt hat. Von der Freude darüber, dass in Jesus Christus feststeht, Gott ist für dich und für mich und nichts kann dich oder mich von der Liebe Gottes trennen. Und das führt dann zu einer gemeinsamen Freude über Gott, zum gemeinsamen Singen älterer oder neuerer Lieder oder beides, zum Beten, zum Loben, zum Danken, zum Arbeiten, zum Feiern. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Die Folge ist, schreibt Paulus, wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig. Das heißt, Gott freut sich, wenn wir seine Gerechtigkeit annehmen, verinnerlichen, leben, wenn wir trotz aller Unterschiede beieinander bleiben. Gott freut sich, wenn wir darauf achten, in geklärten, befriedeten, versöhnten Beziehungen zu leben, wenn wir uns darin üben, einander zu achten und zu vergeben, wenn wir seine Liebe erwidern und einander zusprechen und geben und gönnen, wenn wir uns gemeinsam freuen über seine Güte und Freundlichkeit. Und das führt dann ganz nebenbei dazu, dass andere schon mal auch einen interessierten Blick auf uns Christen werfen und dann feststellen, ja, wir haben schon eine tolle Kultur des Miteinanders. Bei denen scheint es anders zuzugehen, aber die kriegen auch genau mit, wenn es genau entgegengesetzt läuft, wenn Streit und Zwietracht unter uns herrschen. Und dann sagen die zu Recht, die wollen was Besseres sein. Die tun immer so fromm, so heilig und sind ganz unheilig. Die zoffen sich genauso wie diejenigen im Fußball- oder im Taubenzüchterverein. Und Versöhnung ist für die auch ein Fremdwort. Und nichts umgekehrt zieht Menschen mehr an, als wenn sie sehen, seht, wie haben sie einander so lieb, trotz aller Unterschiede und Gegensätze. In der Gemeinde Jesu Christi, da kann man offensichtlich Menschen kennenlernen, die gut und achtsam und liebevoll miteinander umgehen. Und ich finde es stark, ihr Lieben, wenn im Gottesdienst junge und alte Christen nebeneinander sitzen, wenn sie nach dem Gottesdienst, wenn Corona wieder vorbei ist, geht das wieder, gemeinsam Kaffee trinken, ins Gespräch kommen, voneinander hören, was sie in der Woche beschäftigt haben oder was vor ihnen liegt an Prüfungen, an beruflichen, familiären Auseinandersetzungen bzw. Herausforderungen. Es ist großartig, wenn man sieht, wie sich dann die Gesunden um die Kranken kümmern, die Reicheren einen Blick haben für die Ärmeren und da und dort einfach auch mal unter die Arme greifen. Wenn also völlig verschiedene, ich kann auch sagen gegensätzliche Menschen zusammenbleiben, weil sie durch den Glauben an den gemeinsamen Herrn Jesus Christus verbunden sind. Seht, wie haben sie einander so lieb. Und es wäre großartig, wenn die Niendorfer das auch im Blick auf eure Gemeinde so sagen würden und neugierig würden,
weil sie beeindruckt sind von der Verbundenheit, die ihr hier in dieser Gemeinde lebt. Und vielleicht auch darüber ins Fragen kommen, ja, wer ist denn dieser Gott, an den die glauben? Wäre doch toll, oder? Gelebtes Zeugnis, gelebte Einheit, gelebter Frieden. Als Magnet für Menschen, die im Unfrieden, die im Streit, die allein leben. So kann auch heute noch Reich Gottes gebaut werden, im Alltag, im Gemeindealltag, damit noch viele Menschen begreifen, Gott ist für mich. Und es gibt eigentlich nichts Großartigeres, als mit ihm zu leben, mit ihm verbunden zu sein. Dieses Zeugnis wünsche ich euch. Amen. Lasst uns nochmal miteinander beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr unser Gott, vielen Dank, dass du treu bist und dass du in deiner Treue Gnade vor Recht hast walten lassen, auch an uns. Danke für Jesus Christus, deinen Sohn, der uns sehr eindrücklich und sehr hautnah bewiesen hat, wie sehr du daran interessiert bist, mit uns gemeinsam zu leben und wir mit dir. Herr, du kennst uns, du kennst unser Denken, unser Fühlen und Wollen. Du weißt, dass wir gerne überlegen sind. Du weißt, wie gerne wir auch Recht haben. Und ich möchte dich herzlich bitten, präge unser Denken, Fühlen und Wollen durch deinen Heiligen Geist. Schenke, dass dein Friede, deine Liebe sich in uns ausbreitet, sodass wir trotz aller Unterschiede und Gegensätze gemeinsam unseren Weg hinter dir hergehen. Ich bitte dich für die Gemeinde hier in Niendorf. Segne die Geschwister auf ihrem gemeinsamen Weg mit dir und lass sie ein Zeugnis für ihre Umgebung sein, das hineinwirkt in diesen Stadtteil. Vielen Dank, dass du zu unserem Wollen vollbringen schenkst. Und dass du uns durch deinen Heiligen Geist immer wieder daran erinnerst, was uns und unsere Gemeinschaft im Kern ausmacht. Amen.